Herzlich willkommen zum Update-Video Wiesbaden, diesmal gesendet aus unserem Sendestudio in Frankfurt. Ihr befindet euch jetzt gerade in Frankfurt, Büro von Kirche in Aktion, Brönnerstraße. Und hier haben wir uns heute alle zusammen getroffen und haben unsere Ziele für die Arbeit zusammengetragen. Das sind Ziele, die auch später noch besprochen werden in den einzelnen Standorten, in den Städten. Aber hier tragen wir zusammen. Das hier ist auch Kirchenarbeit, das ist Gemeindearbeit. Hier überlegen wir, wie wir konkret an unseren Plätzen diesen Traum von Gottes Welt weiter in die Stadt, weiter in die Nachbarschaft, weiter auch zu euch tragen können. Hey, what's up? Das ist Eric. Eric hat aber mit Wiesbaden nichts zu tun, deswegen sperren wir ihn aus. Red weiter. Vorgestrigen Sonntag hatten wir Trost als das Thema im Gottesdienst. Er muss einfach lernen, dass er auch mal draußen bleiben muss. Wir hatten einen tollen Journey-Gottesdienst. Und ich freue mich insofern wirklich auf den nächsten. Karneval war was anderes. Bei uns war es friedlich, bei uns war es ruhig. Das ist Robert Stößer. Der war bisher noch nie in einer Verantwortung in Wiesbaden im Journey-Gottesdienst. Das wird sich ändern, und zwar am 21.02. Du hast dich bereit erklärt, am 21.02. zu uns zu kommen. Robert, erzähl, warum, was wird das Thema sein? Ein ganz spannendes, für viele ein Thema, mit dem sie nichts zu tun haben wollen. Es geht ein bisschen um Verzicht. Das Thema Fasten, ne? Und das ist ja auch angesagt jetzt nach der Fastnacht. Da möchte ich euch gerne auch zeigen, was das Fasten eigentlich Schönes haben kann und Bereicherndes, obwohl es ja Verzicht bedeutet. Also kommt, wird spannend, wird ein bisschen lustig, aber auch ernst und mit Tiefgang. Kommt, 13 Uhr, Wiesbaden, 21.02. Journey.